So, ich habe jetzt eine neue Folge angefangen. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und ich sag mal so, wegen deiner Behauptung. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich diese Scharade weiterspielen soll. Das war ein kleines Zitat. Oder ein abgeändertes Zitat. Von Frauentausch für die Leute, die es nicht erkannt haben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Da hinten ist dieses Drecksding. Von Star Wars ID Night 2, ID Outcast. Sehr schön, jetzt ist da der Strom aus. Alles ist gut. Ich verstehe nicht so ganz, warum man hier irgendwie lauter Löcher hat. Denn... Huch. War das Falsche. Dann kann er einfach hier lang. Das ist viel sicherer. Ach nee, das ist auf Zeit, echt jetzt? Ach nee, ach Kinder. Wieso denn immer sowas? Dann verstehe ich, warum da ein fucking Loch ist. Was mache ich denn? Der Stress von der letzten Folge wirkt sich jetzt allerdings auch ziemlich negativ auf meine Leistung aus. Aber was soll's. Moment. Moment. Nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ja. Mit dem Aufzug klappt das jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich will aber trotzdem mal sehen, wie weit ich komme. Nicht jetzt? Nee, da sterbe ich jetzt. Wenn ich da durchgehe, dann sterbe ich. Das würde echt gehen von der Zeit her? Wie lang ist denn das aus? Ist ja ewig aus. Ich bin schon fast gewillt zu sagen, ja. Was es für immer aus ist. Na gut. Dann, damit ich mir jetzt das Gehen erspare. Weil die paar Sekunden, die können wir uns natürlich nicht geben. Mache ich das jetzt mal so. Seid ihr bereit? So, dann gehe ich hier mal ein bisschen ruhiger lang. Und springe dann rüber. Und jetzt geht's ab. Jetzt ist es wahrscheinlich auch ein Labyrinth, das 10 Stunden dauert, es zu durchqueren. Was war das? Jetzt sagt es mir nicht, dass hier jemand das beobachtet hat. Ich war so unauffällig. Alles cool? Alles cool. Ganz ruhig. Oh, jetzt hätte ich schon gedacht. Nein, das war bloß das Licht. Alles in Ordnung. Schildenergie, klein. Ich bin mit den Enden. Ich bin mit den Enden echt am Nerven, ja. Was ist denn hier los? Oh nee. Lasst mich schnell speichern, Kinder. Hast du schon mal den Admiral eines Massassi gesehen? Nein, was ist das denn? Es ist eine alte Sith-Waffe. So eine Art lange Axt mit Spitzen an beiden Händen. Mit den richtigen Händen kann das ganz schön übel sein. Wann hast du das gesehen? Bestimmte Offiziere haben beachtliche Sammlungen antiker Waffen. Ich habe einmal eine Vorführung gesehen. Vorgeführt woran? Sie haben eine Fernbiene genommen, die sie aus der Wildnis von Almania hatten. Tut mir leid, ich höre jetzt bloß denen gerade ewig lang zu, weil ich es so interessant finde. Sie haben mehr als einmal gebraucht, um die Teile zu hacken. Du hängst mit den falschen Leuten rum. Das war das letzte Mal, dass ich meine dienstfreie Zeit mit diesem Typen verbracht habe. Wer sind sie? Du siehst mich nicht. Ach, die haben mich gesehen? Echt? Wieso? Ich töte euch alle. In Schleichmissionen ist es nämlich so. Man kann dich nur entdecken,
wenn jemand noch lebt, um dich zu entdecken. Das hat jetzt tatsächlich geklappt. Ich habe jetzt... Ach, da ist die Konsole. Ja, war wohl nix. Die wirkt aber auch so, als wäre sie kaputt. Hat vielleicht der Typ mit den Raketen, die zerschossen vielleicht, kollateralschadenmäßig. Ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen unelegant, aber... Dafür bin ich ja sonst so elegant. Ein bisschen Abwechslung muss ja sein, ne? Oh, ich muss jetzt echt wieder zu dem blöden Drecksoffizier zurück. Wolltest du mir das damit sagen? War denn der? Wenn sich seine Leiche aufgelöst hat, dann hat er aber nichts dabei. Was ist denn das? Okay. Ja, und jetzt? Fällt das Ding nach unten? Nee. Hier hinten waren ja noch Offiziere vielleicht. Nee. Wirklich, soll es jetzt an sowas scheitern dieses Mal? Ist doch alles blöd. Ich finde das alles zum Kotzen. Die Tür ist auch nicht auf. Also entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Scheiße, Mann. Scheiße! Scheiße! Ach, daneben. Ich brauche einfach den nötigen Anreiz. Wisst ihr noch damals in der Folge, der Boden ist Elektro, da habe ich das auf einen Sprung geschafft. Auf so eine Laterne drauf zu hopsen. Hup, was bist du denn? Ach, echt jetzt? Die liegt da dort? Na gut. Kontakt. Ach, ich habe da einen blauen Schimmer gesehen. Ich gedacht, das wäre. Da wären Kontaktminen. Okay. Geht's da weiter? Geht die Tür wieder zu? Geht wieder auf. Wo bin ich denn jetzt? Ach, okay. Jetzt wartet. Ich überprüfe meine Theorie. Wahrscheinlich, wenn ich mich in den Kampf verwickeln hätte lassen, zack, hätte ich die einfach wieder wegbefördern können. Tschüssi. Nee, aber die waren ja schon ausgestiegen im Aufzug, oder? Ach, was weiß ich. Ich habe das nicht mehr so im Kopf. Ich hätte gedacht, die wären vom Aufzug weggegangen. Im Gegensatz zu denen hier, die einfach dort ganz treu stehen bleiben. Tschüss. Weiter. Wahrscheinlich sogar jetzt zeitlich begrenzt, so wie ich den Scheiß hier kenne. Also gehen wir einfach mal durch. Och nee. Ach, da krieg ich schon wieder das Kotzen, wenn ich das bloß sehe. Ne. Huch, war jetzt gerade irgendwie stärker als sonst? Ist mein Machtblitz stärker geworden?
Nee, Stufe 1. Okay, der Bus ist ausgesehen. Man darf ja wohl noch träumen. Ach ja, ich ziehe ein... Was ist das größte Schiff, auf dem du jemals gefahren bist? Privat oder bei einem Einsatz? Sowohl als auch. Bei meinem letzten Einsatz waren wir eine ganz kleine Einheit auf einem Truppentransporter. Das Ding war schon ziemlich groß. Ach, die sind doch winzig. Du bist wohl noch nie auf einer Nebulon B-Escort-Fregatte gewesen oder auf einer Angriffsfregatte. Warst du schon mal bei einem Kommando? Nein. Aber die Nebulon B-Fregatten sind doch Rebellenschiffe. Ich war schon einige Mal auf einem Sternenzerstörer. Wir kämpften sogar einmal mit einem Sternenzerstörer. Jetzt hat er sich verraten. Der Typ ist in Wirklichkeit undercover von den Rebellen. Ach, nicht viel. Wir waren schon schwer beschädigt, sodass wir eigentlich nur wendeten und flüchteten, als wir sie gescannt hatten. Was hast du gemacht? Ich habe in meinem Bunker gesessen und gehofft, dass wir nicht vom Himmel geblasen werden. Das ist keine gute Geschichte. Sie ist immer noch besser als deine Geschichte über die korellianische Korvette. Ich habe keine Geschichte erzählt, sondern du hast mich gefragt, du Wookie-Treiber. Du Wookie-Treiber? Jetzt reicht's. Ich muss einschreiten. Hallo? Ist da jemand? Ich muss einschreiten. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, das wäre ein enger Gang und ich töte die einfach schnell. Dann hätte ich ja auch gleich hier durchgehen können. Entschuldigung, ich bin immer so fasziniert von diesen Gesprächen. Und ich hoffe auch, ihr hört die gut. Denn ansonsten seht ihr mir halt dann zu, wie ich erstmal 5 Minuten lang nichts mache. Punkt 1. Punkt 2. Die korellianische Korvette ist auch eigentlich ein Rebellenschiff. Zumindest von Rebellen genutzt. Ich weiß nicht, der Typ ist wahrscheinlich... Oder beide. Der andere war auch auf der Korvette. Vielleicht sind sie beide irgendwie Rebellen in Wirklichkeit. Was mache ich jetzt? Die sehen mich doch. Es sei denn... Ich bin sauschnell. Nächster! Das ist ja nice. Das heißt, wenn die einen kurz sehen, dann schlagen die nicht gleich Alarm. Was war das? Es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hä? Wo kommst denn du her? Nee, nee, das ist jetzt verarsche. Das ist jetzt echt verarscht. Der war dann. Ich schau nochmal auf die Aufnahme, wenn es sein muss. Der war unsichtbar. Na gut, er ist grau angezogen und alles andere um ihn herum ist auch. Ach, da steht der Pisser. Da steht er, der Wichser. Da steht er einfach. Ist da jemand? Nein. Ist egal. Ich kann mir jetzt Zeit lassen. Da bin ich schon mal wenigstens dankbar, dass das nicht irgendwie so ist, dass ich da innerhalb von 5 Sekunden drüben sein muss, bevor die den Alarm schlagen. Jetzt haben wir natürlich ein delikates Problem hier. Der steht direkt daneben. Schlecht. Aber hat funktioniert. Hat funktioniert trotzdem. Alles klar. Ja, Sir. Wie Sie gesagt haben, Sir. Der Geistestrick ist echt mittlerweile jetzt endlich mal
von Nutzen, möchte man meinen. Ach nee. Warum muss es immer Elektrizität sein? Könnte es nicht mehr Blümchen sein? Sie wieder ein Gespräch zum Belauschen. Nee. Da oben sehe ich doch schon den Lüftungsschacht, wo ich lang muss. Denke ich zumindest. Ist es hier? Was soll denn das sein? Ich schaue es mal nach da oben. Bin jetzt nicht sicher, welcher jetzt der richtige ist. Ah, ist das ein Versteck? Ja! Freude, schöner Götterfunken. So. Wenn das hier zu ist. War da ein Geräusch? Das ist jetzt blöd. Aber wie soll ich das schaffen? Das geht nicht. Okay, so viel weiß ich jetzt. Das geht nicht. Ach ja, jetzt hocke ich wieder hier und werde vergewaltigt, ist klar. Ach, Drecksimperiale. So. Dreimal dürft ihr übrigens raten, wer schon wieder keine Ahnung hat, wie lange die Folge schon läuft. Mach jetzt einfach noch 5 Minuten oder so. Ja, gut, nicht ganz 5 Minuten. 3 Minuten mache ich noch, oder? Klingt das fair? Ah, okay. Habe ich jetzt aber das versteckt, hätte ich es gefunden. Okay, anscheinend nicht. Da geht es nämlich auch rauf. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Höp. Ach, nee. Das gefällt mir gar nicht. Und nun weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ist keiner. Oder? Da ist einfach mal niemand. Die sind alle unten. Okay. Gong. Huch. Was war das? Ne, ihr habt mich nicht gesehen. Okay. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Ich wollte bloß schauen, was da drüben ist, Mann. Anscheinend eine Batterie in den Gong eingesetzt. Weiß nicht, was es bringen soll, aber solange ich einen Gong glücklich machen kann, mache ich das auch. Das muss noch eine Energiestörung sein. Ist jetzt gut. Scheiße. Position halten. Die Systeme werden wieder aktiviert. Wie lange hält das? Ich warte jetzt einfach mal ab. Das dauert ganz schön lang. Ich weiß auch nicht, ob ich die dann alle umbringen kann währenddessen. Ich probier's jetzt einfach mal. Kann ich nicht. Ich weiß, dass da jemand ist. So viel sei gesagt. Ach, seitdem dieses Schleichelement im Spiel drin ist. Ist echt scheiße. Ja, und ich gebe weiterhin eine Batterie auf. Um den Gong-Druiden da anzuschalten. Obwohl ich weiß, dass das Nachtsichtgerät mit Ding läuft. Ich nehme an, ich muss einfach da drüben auf den anderen Steg, oder? Mache ich jetzt.
Moment, warte noch. Das muss noch eine Energiestörung sein. Position halten. Die Systeme werden wieder aktiviert. Alter, habt ihr gerade gesehen, wie cool ich war? Scheiße, da geht's nicht lang. Was soll der Mist? Fuck, Mann. Was? Scheiße! Scheiße! Da ist ein... Aber ich hab doch auch so ein Sith gehört. Da ist ein fucking Sith im Raum. Ich krieg langsam Hunger übrigens. Vielleicht sollte ich nicht hungrig meine Let's Plays machen. Ich mach das in der nächsten Folge. Ich hab Hunger. Tut mir leid, Leute. Ich bin auch nur ein Mensch. In der nächsten Folge von Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast werde ich... Ich glaube, ich muss doch schon durch die Tür, oder? Das macht am meisten Sinn. Ha. Hey! Huch. Hey! Ja, das mache ich in der nächsten Folge. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ich speichere nochmal schnell so. Und, ach, jetzt bin ich auch ein Idiot. Jetzt wollte ich nochmal speichern im Ding. Ich soll vielleicht mal die Folge beenden. Also, habe ich doch schon angekündigt. In der nächsten Folge von Bababa machen wir dies und das und jenes und ihr werdet schon sehen. Ciao.